Let's Dance zählt zwar zu den beliebtesten Shows im deutschen Fernsehen, doch für RTL ist es mitunter gar nicht einfach, Promis auf die Tanzfläche zu bekommen. Abgesehen davon, dass die Teilnehmenden ihre Komfortzone verlassen müssen, steht beinahe täglich ein knallhartes Training mit den Profis auf dem Programm. Das ist nicht jedermanns Sache. Daher verwundert es nicht, dass der Sender im Laufe der Jahre schon einige Absagen von WunschkandidatInnen kassiert hat. Dazu zählt auch Felix Lobrecht. Der Comedian bekräftigt nun bei TikTok, dass er der Show lieber fernbleibt, obwohl RTL nichts unversucht lässt. Felix Lobrecht. Keine Lust auf Let's Dance. Der Komiker Tassim hat bei TikTok sein eigenes Interviewformat gestartet. In dieser Woche ist sein Branchenkollege Felix Lobrecht bei ihm zu Gast. Eine Frage von Tassim lautet: Du warst bei Dieter Nuhr und du bist auch öfter bei den Zwillingen von Worldwide Wohnzimmer. Siehst du dich auch im Dschungelcamp? Noch nicht, antwortet Lobrecht knapp. Er habe auch noch keine Anfrage für Ibis erhalten. Ganz anders sieht das bei Let's Dance aus. Der 35-Jährige verrät, die probieren's jedes Jahr wieder mit Let's Dance. Zwar hat Felix Lobrecht in seiner Jugend jahrelang Breakdance getanzt, Let's Dance kommt für ihn dennoch nicht in Betracht. Der Berliner ist im TV eher selten zu sehen und wählt die Shows, in denen er auftritt, sorgfältig aus. Dieses Jahr beispielsweise ließ er sich auf das ARD-Quiz Wer weiß denn sowas? Ein Moderator Kai Pflaume kann sich darauf durchaus etwas einbilden. Dschungelcamp? Nein. Danke. Tassim ist immerhin der Meinung, dass Felix Lobrecht bei Let's Dance durchaus eine gute Figur machen würde. Ich glaube, du hast eine Begabung dafür. Ich sehe dich bei Let's Dance und ich glaube, Mozzi Mabuse wäre ein Fan von dir, lautet seine Einschätzung, die seinen Kollegen aber auch nicht überzeugen kann. Sollte RTL bei Felix Lobrecht eines Tages doch noch wegen Ibis anklopfen, würde der Sender übrigens definitiv ebenfalls auf Granit beißen. Ich kann es wirklich komplett ausschließen, dass ich jemals auch nur in die Nähe von diesem Dschungelcamp gehe, stellt der Comedian klar. Seine aktuellen Karrierepläne sind vielmehr gar nicht aufs Fernsehen ausgerichtet. In seinem eigenen Podcast Gemischtes Hack offenbarte Felix Lobrecht kürzlich, dass er an einem neuen Comedy-Programm arbeitet.